eine Art, die calcium-aluminium-reichen Einschlüsse, also CAIs, zu klassifizieren, sind deren Muster der seltenen Erdelemente. Und das ist einmal hier in diesem Diagramm gezeigt. Ein Kategorienplot mit den seltenen Erdelementen auf der X-Achse und auf der Y-Achse die Häufigkeiten der seltenen Erdelemente. Und zwar normalisiert auf CI. Das bedeutet, man nimmt die Konzentration der seltenen Erden in den CAIs und teilt die durch die Konzentration der seltenen Erden in CI-Kontritten. Die Y-Achse ist außerdem noch zweigeteilt. Im oberen Teil gibt es eine lineare Skalierung und hier unten eine Log-Skalierung. Das sind aber alles Muster von CAIs. Die CAIs, zur Erinnerung, sind eine seltene Komponente, die in gewöhnlichen Kontritten nur ab und zu mal vorkommt und fast 0% hat, vielleicht 0 bis 1% oder so. Und in kohligen Kontritten relativ häufiger sind, bis vielleicht 3-4%, in CV-Kontritten häufig aber auch nur 1%. Es ist eine wichtige Komponente, da sie zu den ältesten Objekten gehört, die wir kennen im Sonnensystem und damit auch per Definition den Ursprung oder die Zeit Null unseres Sonnensystems festlegt. Man unterteilt jetzt die CAIs in 6 Gruppen. Einmal die Gruppen 1 bis 6, wobei Gruppe 4 ist kein CAI, das bezieht sich auf eisenmagnesiumreiche Objekte. Das heißt, als 6. Gruppe braucht man noch was anderes und das ist dann noch hier die Gruppe der ultrarefraktären Muster. Dann fange ich mal mit dem oberen Teil hier an. Insgesamt, das kann man gerade hier oben gut sehen, sind die seltenen Erden eigentlich immer so mindestens 20-fach gegenüber CI angereichert. Ist klar, das sind auch refraktäre Elemente wie Calcium, Aluminium eben selbst. Und jetzt gibt es hier zunächst mal diese Gruppe 5. Und diese Gruppe 5 ist die Gruppe, die ein komplett flaches Muster hat, ohne irgendwelche Fraktionierungen. Und dann gibt es hier die Gruppe 6 und die hat eine positive Anomalie in Europium und in Ytterbium. Und komplementär dazu gibt es dann die Gruppe 3 und die hat negative Anomalien in Europium und Ytterbium. Europium und Ytterbium sind die volatilsten der seltenen Erdelemente. Und bei manchen Mustern ist es dann so, dass die seltenen Erden kondensiert sind, aufgrund ihrer Volatilität Europium und Ytterbium nicht. Die sind im Gas zurückgeblieben und deshalb bekommen diese CAIs dann die negativen Anomalien und das Gas ist dann noch kondensiert und an Europium und Ytterbium angereichert ist. Wenn das kondensiert, produzieren die CAIs oder Minerale, die eben positive Anomalien haben. Es gibt dann auch noch diese Gruppe 1, die hat nur positive Europium-Anomalien. Dann im unteren Bereich, wie gesagt, ist es eine Log-Skalierung. Und das Erste, was man hier sieht, ist eine Unterteilung, und zwar, dass hier die schweren, die heavy seltenen Erden über die leichten seltenen Erden fraktioniert sind. Also die Ultrarefraktären haben bis zu 2 Größenordnungen mehr schwere seltene Erden als leichte seltene Erden, was man hier sehen kann. Und insgesamt sind sie bis zu 3 Größenordnungen angereichert, die seltenen Erden, weil auch die in den leichten seltenen Erden noch stärker angereichert sind als dieses 20-fach. Und dazu auch praktisch komplementär gibt es noch diese Gruppe 2. Auch hier, vielleicht mal in einer anderen Farbe, sieht man, dass die leichten seltenen Erden diesmal etwas angereichert sind als die schweren seltenen Erden. Auch hier wieder, wenn sich das ultrarefraktäre Muster bildet, vielleicht sehr früh bei sehr hohen Temperaturen diese ultrarefraktären kondensieren oder vielleicht auch in unterschiedliche Minerale gehen, dann bleibt eben das komplementäre seltene Erdenmuster zunächst mal übrig und aus dem kann sich dann diese Gruppe 2 beispielsweise bilden. Und wenn es in die unterschiedlichen Minerale etwas unterschiedlich reingeht, dann ist eben die unterschiedliche Menge an Mineralen, die den verschiedenen CEs zugeführt wird, dafür verantwortlich auch, dass es diese Muster hier gibt. Und so sehen die Muster aus, seltene Erdmuster in CAIs, die werden dafür verwendet, um die CAIs zu klassifizieren. Diese Muster allerdings korrelieren es nicht mit den petrographischen Typen. CAIs können auch unterschiedlich aussehen. Es ist aber nicht so, dass CAIs eines bestimmten petrographischen Typs, eines bestimmten Aussehens mit bestimmten seltenen Erdmuster korrelieren. Und das ist zu den seltenen Erden in CAIs.